Herr Henkel, warum soll ich jetzt glauben, dass das mit dem Geld, wenn ich mich in einem besseren Land wähne, mit meinem Geld nicht in einer Notsituation auch funktioniert? Nämlich Hand drauf, Sonderabgabe, 30-40% weg. Ja, das ist noch interessant zu sehen, wie die anderen Länder, zum Beispiel die Sparer in Italien oder in Spanien, jetzt reagieren. Wir wissen es nicht. Aber Ihre Eingangsfrage war ja auch, spaltet der Europa? Und Frau Kohl hat ja eine finanzielle Antwort gegeben. Ich möchte auch mal eine andere geben. Er war ja mal als Friedensprojekt geplant. Und ich habe in den letzten 50 Jahren kein Projekt gesehen, was die europäischen Länder so auseinandertreibt wie der Euro. Vor der Krise in Zypern und Griechenland waren wir dort das beliebteste Land. Heute sind wir dort das am meisten verhasste. Und wir empfinden das als ungerecht, weil wir denen ja auch helfen. Aber ich habe auch Verständnis dafür, denn ein Währungssystem, was davon lebt, dass der potenziell größte Gläubiger in Gestalt unserer Kanzlerin, unseres Finanzministers, immer anderen Ländern Vorschriften machen muss. So ein Währungssystem führt nicht zu Frieden in Europa, sondern stiftet Unruhe und Zwist. Und Herr Schäuble ist nur noch unterwegs, den Zyprioten Vorschriften zu machen. Er sagt den Griechen, dass sie mehr privatisieren sollen. Er verlangt, dass die Italiener mit ihrer Regierungsbildung klarkommen. Frau Merkel macht Vorschriften für das Bezahlungssystem in Belgien und verlangt, dass die Spanier weniger in Urlaub gehen. So ein System führt nicht zu Frieden. Es bewirkt genau das Gegenteil. Herr Henkel, ich habe gesehen, Sie haben aufmerksam zugehört. Fehlt den Deutschen, denen es ja wirklich Gold geht, trotz aller Hilfen, fehlt denen das Verständnis für Länder, in denen Herr Faustmann lebt, wie in Zypern? Überhaupt nicht. Also es ist ja ein verrückter Widerspruch, nicht? Auf der einen Seite wird Frau Merkel und wird Herr Schäuble so beschimpft und das deutsche Image im Süden Europas ist auf einem historischen Tiefpunkt nach dem Krieg. Auf der anderen Seite sind es gerade die Deutschen, die sich besonders großzügig verhalten. Man darf bei diesem zypriotischen Paket ja auch nicht vergessen, dass 10 Milliarden auf den Tisch gelegt werden. Das sind pro Kopf der zypriotischen Bevölkerung circa eine Kreditzusage von circa 12.000 Euro. Die werden nie wieder zurückgezahlt. Und ich bin also fest davon überzeugt, und das klang ja hier schon an, dass die Wirtschaftsleistung in Zypern dramatisch sinken wird. Was übrigens typisch ist für den gesamten Süden Europas zurzeit. Denn überall wird gespart, überall werden sämtliche finanziellen Ziele verfehlt. Herr Monti hat gerade angekündigt, dass die italienische Regierung auch im nächsten Jahr die Konvergenzziele, also das Neuverschuldungsziel, nicht erreichen wird. Hollande strengt sich überhaupt nicht mehr an. Auch die Griechen erreichen es nicht. Die Wirtschaftsleistung sinkt, die Steuerbasis sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt, die Jugendarbeitslosigkeit geht durch die Decke. Warum ist das so? Und hier komme ich auf die Behauptung von Herrn Schäuble, das hätte mit dem Euro nichts zu tun. Der Euro hat sich inzwischen als viel zu schwer und zu stark für den Süden herausgestellt. Und er ist zu leicht für den Norden. Und eine One-Size-Fits-All-Währung, also eine Größe für alle, funktioniert nicht. Ich war übrigens mal für den Euro. Das wissen die meisten Zuschauer, glaube ich, dass sie für den Euro waren. Wenn ich Ihnen verspreche, dass wir das Thema raus aus dem Euro, Nord-Süd-Euro, gleich besprechen, sind Sie dann einverstanden? Ja, damit bin ich einverstanden. Von Ihnen stammt der Satz, wir müssen aufhören, dass wir die Realität einer Währung anpassen. Vielmehr müssen wir die Währung mit der Realität in Einklang bringen. Was bedeutet das für den Euro? Also, wenn wir nach vorne gucken wollen, müssen wir auch erstmal uns darüber im Klaren sein, was der Euro bisher angerichtet hat und was er noch anrichten wird. Und allein diese Diskussion hier zeigt doch, dass das System krank ist. Das ist ja schon das fünfte Rettungspaket. Demnächst ist Slowenien dran. Und wenn die italienische Regierungsarbeit oder Bildung nicht so klappt, wie wir uns das wünschen, dann ist Italien demnächst auf der Matte. Und dann haben wir wieder eine neue Hart aber fair Sendung und damit ganz anderen Problemen. Also für mich ist völlig klar, ich war für den Euro, ich habe es schon gesagt, wenn die Politik sich an die Versprechen gehalten hätte, die sie uns gegeben hatte, als wir die D-Mark aufgaben, hätten wir die Probleme heute nicht gehabt.
Nicht? Und wir haben ja wunderbar dieses Hin- und Herschieben der Schuld zwischen der CDU und der SPD hier in dieser Diskussion eben erlebt. Nicht? Ich will, ja doch, Herr Eichel meinte, er sei damals ja nur Ministerpräsident gewesen. Er war aber Finanzminister, als Griechenland aufgenommen wurde. Ja, sicher. Und ich war damals, darauf lege ich hier nochmal großen Wert, damals war ich BDI-Präsident und habe öffentlich vehement gegen die Aufnahme Griechenlands protestiert. Und zwar aufgrund der offiziellen Herr Zahlen Henkel, und nicht der anderen. Sind Sie damit einverstanden, wenn man die Geschichtsschreibung der persönlichen Biografie aus der Sendung jetzt muss der Herr Eichel antworten. Und das, finde ich, ist die Folklore, die wir jetzt nicht brauchen. Gut. Schenken Sie es uns. Also schenken wir das. Dass Sie damals gewarnt haben, dass Sie damals den Zahlen geglaubt haben, weil Sie auch keinen Anhaltspunkt hatten. Wenn wir nach vorne blicken wollen, dann müssen wir auch feststellen, dass alle Versprechen, die uns gegeben wurden, gebrochen wurden. Falsch. Alle? Die Stabilität 60 Mal, nach außen, die 60 Mal wurde der Maastricht-Vertrag gebrochen, ohne dass es Konsequenzen hatte. Und den Rest hat Frau Merkel uns gegeben im Mai 2010, als diese No-Bail-Out-Klausel, diese Klausel, die ja damals verhindert hatte, dass wir anderen Ländern zu Hilfe kommen mussten, eingerissen hat. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir jetzt erkennen, dass eine Einheitswährung in zwei völlig unterschiedlichen Wirtschafts- und Finanzkulturen nicht funktionieren kann. Das erleben wir gerade. Und da ist auch Zypern ein wunderbares Beispiel. Denn Zypern wird mit diesem viel zu schweren Euro nicht in die Gänge kommen. Genauso wenig wie die anderen Südländer. Während wir, und das klang ja schon an, von einem relativ schwach bewerteten Euro gut profitieren. Das heißt, der Euro ist zu stark für den Süden und er ist zu schwach für den Norden. Sie sehen das daran, dass der Süden nicht wächst, Arbeitslosigkeit steigt und wir machen uns immer mehr Sorgen um die Inflation. Sie sehen es ja schon an den steigenden Immobilienpreisen in Deutschland. Und so kommen Sie auf die Idee, deshalb Sie haben es eben schon mal angesprochen, ich habe Sie versprochen. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir einen Schritt zurück machen sollen. Nicht, dass wir müssen aus diesen Erfahrungen lernen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Währung der Realität wieder entspricht. Und mein Vorschlag seit 2 Jahren ist, ich kriege auch übrigens immer mehr Unterstützung dafür, vor allen Dingen im Ausland, dass die 4 Länder, Deutschland, Holland, Finnland und Österreich, austreten. Und den Euro da lassen, wo er ist. Dass wir uns das nochmal auf einer Karte angucken und wenn Sie sagen, Sie kriegen immer mehr Unterstützung, dann wollen wir es auch mal dokumentieren. Nord-Süd-Euro in aller Kürze. Ja, der Euro soll ja bleiben. Ein Süd-Euro gibt es nicht. Also einen Kern-Euro der wirtschaftlich starken nordeuropäischen Länder, den wünscht sich nicht nur unser Gast Hans-Olaf Henkel. Börsenexperte Dirk Müller ist sicher. Wir brauchen einen Nord-Euro. Und auch Wirtschaftsprofessor Max Otte meint, die Südländer müssen raus aus der Währungsunion. Nach Henkels Vorschlag würde die Teilung in Nord- und Südeuro so aussehen. Unter der Führung von Deutschland sollen in den Nordeuro zum Beispiel die Benelux-Staaten, Österreich und Finnland. Der Südeuro soll sich, so Henkel, Zitat, aus den Olivenländern zusammensetzen. Neben Frankreich zum Beispiel Spanien, Italien, Griechenland und Portugal. Wobei ich noch darauf aufmerksam machen möchte, dass wir in der Europäischen Union 27 Länder haben. Nur 17 sind im Euro. 10 Länder sind nicht im Euro. Nur noch die rumänische Bevölkerung will in den Euro. Wenn Sie dieses System einführen würden, hätten Sie paradoxerweise nicht etwa mehr, sondern weniger Währung in Europa. Denn ich weiß aus diesen Gesprächen in Tschechien, aber auch in Polen, in Schweden und in Dänemark, dass die durchaus bereit sind, in diesen Hard-Euro-Block einzutreten. Irgendwann, wenn wir tatsächlich mal die Angleichung der Wirtschaftssysteme erreicht haben, kann man die ja wieder zusammenführen. Aber das wird nicht 2 oder 3 Jahre dauern oder 4 oder 5, wie unsere Politiker uns heute weismachen wollen. Das wird Jahrzehnte dauern. Und die einzige Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen, dass Ihre Argumente es sehr schwer haben, sich durchzusetzen in einer Stimmung, die einfach im Moment gegen den Euro geht. Das ist sehr schwierig. Wir haben Bundestagswahlen demnächst und Herr Henkel unterstützt eine Partei, Alternative für Deutschland, die wieder nationale Währungen oder eben diesen Nord- oder Südeuro haben will. Wofür braucht es dafür eine eigene Partei, Herr Henkel? Also
Ich habe mich seit Mai 2010... Sagen Sie mir doch einfach mal auf eine Frage eine Antwort. Ja. Warum braucht es dafür eine Partei? Habe ich mich bemüht, bei den politischen Parteien im Bundestag dafür zu werben, dass man auch mal über Alternativen diskutiert. Diese Diskussion findet nicht statt. Die Euro-Rettung, die Euro-Politik der Bundesregierung ist alternativlos. Und wenn Sie sehen, auf welche Zustimmung Sie im Bundestag stößt, dann sehen Sie, dass es keine Stimme im Bundestag, die mal mit einer gibt, die mal mit einer Alternative kommt. Das ist auch nötig, denn die Rot-Grün, die einzige Alternative, die Sie vorschlagen, die sagen, wir hätten Griechenland zu spät geholfen oder sind für den Eurobond. Das heißt, es gibt hier eine überwältigende Meinung der politischen Klasse, an dem Einheits-Euro festzuhalten, egal was es kostet. Und wenn es die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone kostet und wenn es bedeutet, dass wir jetzt als Nebenprodukt von Euro-Rettungspaketen ein zentralistisches Europa bekommen. Das war doch gar nicht im Lissabon-Vertrag vorgesehen. Alles soll jetzt harmonisiert werden. Früher hieß es Wettbewerb. Der Begriff Subsidiarität, also die Verantwortung nach unten zu legen, der taucht bei diesen Politikern gar nicht mehr auf. Die reden nur noch von Zentralisierung, haben Sie ja gerade gehört. Es muss alles harmonisiert und zentralisiert werden. Das ist das zweite Thema, Herr Henkel. Es muss vergemeinschaftet werden und die Eigenverantwortung der Länder bleibt. Bleiben wir bei dem ersten Thema, Herr Henkel. Ich gebe Ihnen völlig recht, das war bisher so. Aber ab morgen ist das anders. Wenn nämlich die Kapitalverkehrskontrollen in Zypern eingeführt werden, haben wir zum ersten Mal zwei verschiedene Eurosysteme in Europa. Oh, ja. Denn wenn Sie einen Euro festgenagelt haben auf Ihrem zypriotischen Konto und können den nicht mehr abheben, dann ist der nicht mehr so viel wert wie ein Euro auf dem Konto irgendwo anders. Ich frage mich, ob unsere Finanzminister das mit berücksichtigt haben. Und welche Folgen das zu finden ist richtig. Ich finde es richtig, dass Herr Eichel sagt, wir sollten das Geld bei unseren Banken lassen, nicht? Und nicht jetzt aufgrund dieser Sendung oder aufgrund der Geschichte in Zypern jetzt unser Geld abheben. Das wäre unverantwortlich. Allerdings, Herr Eichel, so sicher, wie Sie da sind, würde nicht mehr sein. Ist Ihnen aufgefallen, das ist eine Sensation gewesen, dass der Präsident des Sparkassenverbandes, Herr Fahn schon, der Präsident des Sparkassenverbandes, einen offenen Brief an Frau Merkel geschrieben hat, um gegen die Bankenunion zu protestieren und den Plan, die Einlagen der deutschen Sparer zur Absicherung auch der südlichen Banken mit einzubeziehen. Sie wissen, das ist eine wirkliche Falschdarstellung. Ja, dann haben Sie das hoffentlich auch bei Herrn Fahn schon richtig gestellt. Er hat zu Recht, da sehe ich die allergrößte Gefahr vor einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung gewarnt, die von der Bundesregierung stets abgelehnt wurde. Ich bin mal gespannt, wie lange. Aber jetzt unterstellen Sie... Ja, wir haben doch schon so viele rote Linien überschritten durch die Bundesregierung. Warum wird die nicht auch noch überschritten? Bleiben Sie jetzt bitte bei der Wahrheit. Es gab andere, die wollten eine europäische Einlagensicherung. Die Bundesrepublik Deutschland hat die stets abgelehnt. Ja, wir sind da an der Seite auch des Sparkassen-Giroverbandes, der anderen Einlagensicherungssysteme, die wir haben. Das ist eine große Schlussrunde ist Fantasie gefragt. Sie gewinnen in 10 Jahren, Achtung, in 10 Jahren, eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer. Sie müssen einen mitnehmen. Sie haben nämlich nur eine Doppelkabine. Sparmaßnahmen greifen. Es werden die Länder angefahren oder angelaufen. Griechenland, Zypern, Italien und Spanien. Wen aus dieser Runde nehmen Sie mit und welche Währung? Zypern, Griechenland, Italien und Spanien. Herr Schatzmakakis. Ich nehme Frau Kohl mit. Habe ich mir gedacht. Die weiß, wo. In eine Doppelkabine. Die weiß, wo in 10 Jahren die Sparguthaben noch sicher sind. Und, welche Währung? Ich würde mich für den Euro entscheiden. Ja, wollen wir mal hoffen, dass er dann noch funktioniert als Zahlungsmittel. Henkel, ich bin sehr gespannt. Sie verstehen, haben Sinn für Humor, ja? Immer. Okay, also dann nehme ich Sie mit, weil der Grieche inzwischen weiß, wie man auch türkt. Mit welcher Währung? Mit dem Nordeuro.